Ich heiße Gisela Storch-Pestalozza, bin Kostümbildnerin und habe bei verschiedenen Filmen mitgearbeitet, auch mit Amos Gitai an dem Film Berlin-Jerusalem. Und um was geht es in dem Film? Da geht es um Else Lasker Schüler, ihre Geschichte in Berlin und wie sie dann noch auf andere Leute trifft und wie sie dann über die Schweiz nach Jerusalem auswandert. Wann ist der Film gedreht worden? Der Film ist 1989 gedreht in Paris und Jerusalem. Und wo wird er gezeigt, in Berlin im Rahmen der Filmfestspiele oder außerhalb? Er wird außerhalb gezeigt im Kulturzentrum Haus der Demokratie. Haus der Demokratie. Okay, danke. Bitte.